Du willst die perfekte Rotation fahren? Und das Ganze mit nur einem Knopfdruck. Und wie das funktioniert, das zeige ich dir jetzt. Moin, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen zum Video. Heute schauen wir uns mal die paar Stärkerschamanen an. Und Leute, ich habe hier ein bisschen was vor euch. Das ist richtig geil, Alter. Ich habe ein paar richtig geile Sachen für euch vorbereitet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ihr wisst ja, ich erstelle Makros und das heißt, ihr drückt einen Knopf, hat die perfekte Rotation und beim Verstärkerschaman funktioniert das erstaunlich gut. Aber richtig, Alter, ehrlich jetzt, Hammer, Mann. Ich bin selber sehr, sehr überrascht. Ich habe das Makro und alles gestern geschrieben, beziehungsweise die Makros. Und Leute, ich kann euch eins sagen, das ist der Wahnsinn. Das ist echt verrückt, ja? Was der Verstärkerschaman da so auf die Beine stellt. Ne? Und wie gesagt, wir besprechen heute alles hier. Wir machen jetzt hier einen Mythisch-Guide, wir machen einen Raid-Guide. Ja? Wir kombinieren beides ineinander. Gut, Leute, pass auf. Wir fangen erstmal an mit den Werten. Ne? Achtet nicht auf mein Gear, das ist altes PvP-Equipment teilweise. Ist aber egal. Ne? Ich werde trotzdem echt guten Schaden fahren damit. Ich habe jetzt hier eine Gegenstandsstufe von 414 oder beziehungsweise 413 angelegt. Ne? Und die Werte, folgende Werte haben wir. Wir priorisieren Meisterschaft, ne? Unser Hauptwert. Danach kommt Tempo, danach Crit und danach Vielseitigkeit. Wir haben hier den Elementarbild in den Talenten. Das ist jetzt hier alleine für Mythisch Plus. Ja? Wir haben natürlich hier das Totem dabei, ne, dass wir halt die Gegner betäuben und stunnen können. Die verkürzte Abklingzeit auf Astralverschiebung, sehr wichtig. Und ja, genau, also wir haben hier einen ganz, ganz standardmäßigen linken Talentbaum. Ne. Man kann hier einiges ändern, aber ob sich das so lohnt, wer weiß. Ich glaube eher nicht. Wir haben hier den Donnerschock dabei. Wir haben hier auch das Mana-Quell dabei, ne. Wir haben natürlich hier die Schadensverringerung und unseren Safe dabei. Wir haben das Erdelementar mit. Ne? Das kann sehr, sehr supportend sein im Mythisch Plus. Und ansonsten ist das eigentlich alles relativ standardgemäß. Ja? Froststock, ganz, 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 ganz wichtiger Bär. Ne? Gut, kommen wir mal hier zur rechten Seite. Hier ist eher so was Besonderes. Ne? Wir spielen ohne tief verwurzelte Elemente und ohne Aszendenz. Ne? Das nehmen wir komplett nicht mit. Das Totem des Windzorns ist variabel. Ihr müsst schauen, was ihr dann rausnehmt an euren Talenten oder von euren Talenten, ja, um das Totem des Windzorns mitzunehmen. Aber Leute, das ist für euch dann halt ein Damage-Verlust in diesem Build, ne, den wir jetzt hier spielen. Das ist hier Mythisch Plus ganz normal. Ich habe einen Mythisch Plus Eis-Build und ich habe einen Raid-Build. Das werde ich euch alles hier vorstellen. Gut, Leute, aber passt auf. Dieser Build hier, der ist wirklich, wirklich gut. Ihr habt sehr, sehr starke Damage-Spitzen. Ihr habt eure Elementargeister so gut wie permanent ab. Ne? Und ihr macht natürlich extrem viel Schaden. Besonders macht ihr sehr, sehr viel Schaden in Kombination mit eurem Set-Bonus. Ja, mit eurem Set-Bonus ist das wirklich echt lächerlich, was ihr da an Schaden fahrt. Das ist der Wahnsinn. Ist echt verrückt. Ja, wisst ihr, was wir machen? Ne? Bevor wir hier in die Rotation starten, ich werde mein PvP-Gear auf ungefähr heroische Stufe hochbringen. Ne? Das heißt, ich werde hier hinten einmal ins PvP gehen, werde hier auf die heroische Stufe dann halt angehoben, beziehungsweise im PvP wäre das dann 459. Das heißt, ist 10 Stufen circa unter dem heroischen Gear, Raid Gear. Ja, aber ihr werdet sehen, ich werde trotz alledem damit extremst viel Schaden fahren, ne? Also für das Equipment. Ne? Und wenn ihr euch dann vorstellt, ich habe einen Set-Bonus dabei, ne? Also wenn ich den jetzt hätte, Leute, das wäre echt verrückt. Ich habe keinen Set-Bonus, aber der Set-Bonus erhöht nochmal den verursachten Naturschaden, ja, pro Geist. Und das heißt, wir haben unsere urzeitliche Welle, die wir benutzen. Wir beschwören dadurch einen Naturgeist. Ne? Unser Naturschaden wird erhöht. Und dazu kommt dann halt, dass wir dann halt direkt nochmal zwei, das heißt, wir haben direkt drei Geister draußen, drei Geisterwölfe. Und das alle 45 Sekunden. Und diesen Windgeist, ja, den könnt ihr, der hat jetzt zwar hier eine 1,5 Minuten Cooldown, aber Leute, ganz ehrlich, den können wir zweimal benutzen in einem 45 Sekunden Cooldown. Wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Das ist enorm. Hier oben ist das Details, ja. Ich werde euch hier, seht ihr die Rotation, die ich fahre, ne? Also passt auf, ich fange jetzt erstmal an. Ich werde auch die Rotation ein bisschen länger durchfahren, um euch einfach die Rotation zu zeigen, ne?
Ich mache jetzt erstmal hier einen Flammschock auf das PvP, auf den PvP-Dummy. Den denkt ihr euch bitte raus aus der Rotation. Das mache ich nur, damit ich halt in das PvP gelange und eine etwas höhere Gegenstandsstufe habe. Ne? So, auf geht's. So, das hier ist die Rotation, ne? Ab dem Wildgeist. Okay, Leute, das ist echt verrückt. Ne? Was ich noch dazu sagen will, ist, normalerweise nehmen wir noch andere Targets mit unserem... Ja, mit unserer Lava-Peitsche. Und ihr seht, der Wildgeist, der ist jetzt schon wieder ab. Das Makro ist zu Ende. Wir gehen jetzt über in die Rotation. Ne? Zack. Ganz, ganz easy, simple Rotation. Richtig, richtig entspannt. Zack. Rotation läuft weiter. Und ihr seht, ich fahre hier durchgehend, ne, den heftigsten Schaden überhaupt. So. Zack. Rotation geht weiter. Ganz, ganz entspannte Rotation. Ne? So, jetzt können wir nochmal einen Eisschock raushauen. Jetzt können wir auch schon wieder in die Rotation gehen, in das Makro. Wie ihr seht, ich war halt durchgehend 230.000 Schaden. Und jetzt stellt euch mal vor, ich hätte kein 259er Equipment an, sondern sehr, sehr gutes Mythisch Plus Gear, was halt ungefähr 270 dann hat. Oder höher halt noch, na, natürlich wesentlich höher. Ja, aber jetzt halt sehr, sehr gut. Jetzt ist, guck mal, jetzt ist der Windgeist ist schon wieder ab. Ja, die Rotation geht weiter und der Windgeist ist schon wieder ab. Und wir haben in 20 Sekunden unser Makro wieder bereit. Das können wir dann wieder drücken. Ja, wir machen natürlich, ich werde gleich nochmal ein bisschen was zu den Prios sagen. Ne? Wir machen natürlich vorher immer hier einen, kommen wir gleich zu. Ja, zack, wir mal eben kurz hier die Prio durchfahren. Ne? Unser Windgeist 20 Sekunden. Ja? Aber Leute, ich kann euch sagen, der ist nämlich gleich wieder ab. So, zack, Windgeist ist wieder ab. Und das Makro geht wieder von vorne los. Was ist hier denn los? Wahnsinn, Leute. Schaut euch das an. Ich fahre einfach durchgehend diesen Schaden. Ja. Ihr müsst verstehen, mein Gear ist low und ich habe keinen Set-Bonus. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr habt einen Merken jetzt hier. Der Windgeist ist schon wieder ready. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Ja. Das heißt, ihr habt halt eine Überbrückungsphase von ca. 23 Sekunden, wo ihr selber drücken müsst. Und danach könnt ihr halt permanent das Makro einfach rausspammen. Also Leute, richtig, richtig krass. Ja? Und das Ganze dann später kombiniert mit dem Set-Bonus. Leute, ihr macht mit dem Set-Bonus. Und wenn ihr dann halt anstatt hier dieses Gammel-Gear, wenn ihr dann euer Gear habt, ja, dann mit dem Set-Bonus kombiniert. Oh Leute, ihr macht einfach mal durchgehend, was weiß ich, wie viel Schaden. Ja, das ist verrückt. Und das ist geil beim Enhancer. Der macht so viel Schaden und das einfach permanent durchgehend. Ja. Ich werde vielleicht sogar am Ende des Videos die Rotationen nebeneinander laufen lassen. Einfach nur, um zu schauen, welche Rotation am meisten Schaden macht. Ja, ich werde jetzt einmal oder ich werde jetzt mal eben hier auf den Mythisch Plus Eisbild wechseln, ja. Ihr seht, ein kleines bisschen was ändert sich. Ne? Ein ganz kleines bisschen was. Hier oben, diese beiden Talente, die gehen halt rein. Und dafür geht das hier raus. Und die Zerschlagung geht auch raus. Und ich glaube tatsächlich, irgendwo geht noch was raus. Ich bin mir jetzt aber gerade nicht ganz sicher, wo. Hier unten war das, glaube ich. Moment. Ja, genau. Ihr seht, ne, das ist halt der Frostschock-Bild. Ja, dieser Bild hier baut auf, dass wir halt diesen Frostschock-Schaden haben, diesen extrem hohen Frostschock-Schaden. Ne, und da ist die Rotation ein kleines bisschen anders, aber relativ ähnlich. Ja. Ich werde euch jetzt mal eben was zu den Prios erzählen. Ne. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr tobende Blitze auf Cooldown habt. Ne, ich zeige euch das ganz kurz. Ich mache jetzt einfach nur so, dass ich halt eben ein bisschen Mahlstrom habe. Ne. So, zack. Bauen wir eben ein bisschen Mahlstrom auf. Jetzt habe ich hier tatsächlich nur einen. Ne. So, achtet jetzt hier auf gar keinen Fall auf die Rota. Ne? So, ich will euch das nur eben zeigen. So, ich habe jetzt den Mahlstrom. Ne? Ich mache jetzt hier das tobende Blitzen, oder die tobenden Blitze und dann den Kettenblitzschlag. Ja, das heißt, wir resetten dadurch die tobenden Blitze. Das heißt, wir können die dann wieder eher einsetzen. Ganz, ganz wichtig. Ne? Dann mit dem Frostschock. Ne? Wenn ihr hier vorne den Eisstoß macht, ne? Dann ist es wichtig, dass ihr nicht einfach so den Frostschock raushaut, ja, sondern dass ihr vorher einen Spender benutzt. Ja, am besten den Kettenblitzschlag mit 10 Mahlstrom, weil dann bekommen wir hier oben nämlich die 10 Stacks von Hagel und dann verteilen wir das Ganze. Ja, und dann machen wir natürlich wesentlich mehr Schaden mit dem Froststoß. Das sind die Prios. Ja. Das heißt, mit Lava-Peitsche verteilen wir natürlich unseren Flammschock hier, ne, auf alle Ziele, logischerweise.
Dann ist es so, hauen wir die tobenden Blitze raus. Ne? Der Kettenblitzschlag, der Eisstoß und dann den Frostschock. Ne? Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Ja? In diesem Bild nehmen wir den Sturmschlag als Filler. Ja? Ganz, ganz wichtig, dass ihr, bevor ihr den Frostschock macht, einen Spender raushaut, sodass ihr dann halt, jetzt habe ich jetzt hier oben, habe ich jetzt 8 Stacks von Malstrom. Das heißt, ich bekomme jetzt 9 Stacks, ich bekomme jetzt 9 Stacks von Hagel. Ne? So, und ihr seht, das macht dann halt mehr Schaden. Das hat halt aufgrund, ist halt aufgrund des Talentes hier. Ne? Euer nächster Einsatz von Frostschock verursacht pro verbrauchten Stapel von Waffe des Malstroms 15% mehr Schaden und trifft ein zusätzliches Ziel pro verbrauchten Stapel bis zu 5. Ne? Wenn ihr mindestens 2 Stapel von Hagelsturm verbraucht, erzeugt ihr ein Stapel von Waffe des Malstroms. Ja? Das heißt, das ist ja ein bisschen weird geschrieben. So, es heißt, dass ihr mit Frostschock 5 Ziele trefft. Ne? Und wenn ihr dann 10%, 10 Malstrom-Stacks aufbraucht vorher mit einem Kettenblitzschlag, dann ist es so, dass euer nächster Frostschock 150% mehr Schaden fährt. Ne? Und das Ganze kombiniert hiermit, sind das dann 100, das sind dann 250% mehr Schaden mit dem Frostschock auf 5 Ziele. Ne? Wenn ihr einen Spender raushaut mit 8 Stacks, ist nicht so schlimm. Mit 9 Stacks ist nicht so schlimm. Meinetwegen kann es auch mal vorkommen, mit 7 Stacks ist alles nicht so wild. Wir sollten aber versuchen, immer die 10 Stacks anzupeilen als Spender. Ne? Das wird später natürlich richtig easy, wenn ihr mehr als 5 Targets habt im AOE. Ja, das ist dann super, super easy. Ne? Gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt auch hier zu dieser Rotation. Ne? Ich werde jetzt hier wieder mich PvP markieren. Und dann geht's los. Ne? So. Zack. Erstmal verteilen die Dots, dann kommt hier der Big Burst. Ne? Und dann geht's los hier. Und ihr seht, Rotation ganz, ganz easy. Ganz, ganz entspannte Rotation. So. Zack. Und weiter geht's hier. Ne? Jetzt kommt wieder unser Eisstoß. Dann haben wir wieder unsere Höhenhunde hier. So, zack. Resetten das alles. Ganz, ganz entspannt. Und dann gehen wir die Rotation los. Jetzt haben wir hier tatsächlich einen Moment, wo wir auffüllen können. So. Ja, und ihr seht auch hier, die Rotation macht auch echt viel Schaden. Ja. Jetzt haben wir hier wieder eine Situation, wo wir auffüllen können. Und dann können wir auch gleich schon wieder... Oh, jetzt guck mal, jetzt habe ich gefailt hier. Ne? Und jetzt dann können wir auch gleich schon wieder in die nächste Windgeist-Rotation. Ja, ich lasse jetzt einfach mal ein bisschen durchlaufen hier. So, und jetzt geht es hier in die nächste Windgeist-Rotation. Ich habe jetzt gerade tatsächlich meinen Frostschock gefailt. Dadurch ist die Rotation ein bisschen im Arsch gegangen. Ja, und ihr seht halt auch, dadurch ist die DPS ziemlich weit runtergegangen. Ja, das darf euch nicht passieren, dass ihr euren Frostschock failt, dass ihr vorher keinen Spender benutzt. Aber das ist nochmal ein gutes Ding, um euch zu verdeutlichen, wie wichtig das Ganze ist. Ne? Ja, und wenn ihr zum Beispiel im Makro hier einen kleinen Sekunden-Cooldown habt, ja, dann könnt ihr ganz einfach zwischendurch mal einen hier Sturmschlag raushauen. Ne? Ganz, ganz wichtig, wie gesagt, vorher haut die Spender raus hier, ne? Und dann so, ne? Hier wieder der Eisstoß und jetzt da. Ne? Ganz, ganz entspannte Rotation. Wirklich sehr, sehr entspannt. Aber Leute, ihr dürft nicht diesen Fehler machen, so wie ich gerade eben, dass ich den Frostschock raushaue, ohne vorher den Kettenblitzschlag zu machen. Ne? Weil dann macht euer Frostschock nämlich keinen Schaden. Ne? Ganz, ganz wichtig. Ihr müsst vorher den Kettenblitzschlag raushauen. Und das am besten mit 10 Stacks. Und das habe ich gerade nicht gemacht. Dadurch hatte ich einen extremen DPS-Verlust. Ne? Ganz, ganz wichtig. Das darf euch nicht passieren. Ja? Das ergibt dann einen wirklich sehr, sehr krassen DPS-Verlust. So, genau. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir auch schon mal zur Raid-Rotation. Ne? Oder beziehungsweise zu den Raid-Talenten. Ne? Die Raid, also ihr seht, in der Raid-Rotation ändert sich ein bisschen was. Ja? Wir haben auch wieder ganz normale Talente mit. Ne? Wir spielen allerdings auf Elementarattacke und nehmen hier oben Totem des Windzorns mit. Ja? Die Rotation, die ihr benutzen könnt, ist die ganz normale Mythisch-Plus-Rotation. Ja? Die ganz normale Mythisch-Plus-Rotation, die könnt ihr hier benutzen. Die müsste theoretisch müsste komplett funktionieren. Aber Leute, ne?
Ihr müsst natürlich vorher euer Totem des Windzorns benutzen. Ja? Das ist ganz wichtig. Ich werde euch diese Makros in die Videobeschreibung reinpacken. Ne? Dann könnt ihr die da durchfahren lassen und könnt die auch dann perfektionieren. Und schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, was ihr mit eurem Verstärker, mit diesen Makros an Schaden fahrt. Ja? Mich würde das auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ansonsten ja, findet ihr hier, ne, wenn ihr die Maus nehmt und hier unten drauf drückt, ist hier ein Like-Button. Ja? Drückt da gerne drauf, ja? Und drückt daneben gleich auf Abonnieren. Das würde mich sehr, sehr freuen. Das unterstützt den Algorithmus und ihr würdet mich damit sehr, sehr supporten. Ansonsten in die Kommentare schreibt mir da sehr, sehr gerne was rein. Ja, und wenn ihr andere Klassen sehen wollt, schaut auf meinem Kanal vorbei. Dort findet ihr zu allen Klassen Guides. Und ja, genau, Leute. Ansonsten könnt ihr auch gerne in die Kommentare einfach ein Plus reinschreiben. Wenn ihr sagt, okay, gut, ich habe jetzt gerade keine Frage, aber ich möchte deinen Channel supporten. Ne? Dann haust du einfach in die Kommentare hier einen Plus rein. Ne? Meinetwegen kannst du da auch 2, 3 Plus mal reinhauen. Du. Ja, das unterstützt den Algorithmus und das freut mich sehr. Und beim letzten Video wurde das tatsächlich gemacht und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Ja, oder beziehungsweise das wurde jetzt schon sehr, sehr oft gemacht, dass halt diese Plus-Kommentare reinkamen. Und der Algorithmus, der sieht halt nur, dass da ein Kommentar ist. Und das unterstützt mich sehr. Ansonsten findet ihr auch in der Videobeschreibung, findet ihr die Makros. Ja? Wie ihr die Makros kopiert, das zeige ich euch jetzt nochmal ganz schnell. Und zwar nehmt ihr die Videobeschreibung, ja, dann markiert ihr euch das Makro, ihr drückt dann Steuerung plus C, geht dann in WoW rein, ne, macht dann hier einen Befehl, nehmt ganz, ganz wichtig das Fragezeichen-Icon und drückt dann Steuerung plus V. Dann habt ihr das, dieses Makro bei euch drin. Ja. Ihr könnt das dann natürlich dann auch benennen. Gut. Das soweit zu dem Makro. Ansonsten findet ihr auch noch in der Videobeschreibung Amazon-Links. Dort ist ein Link zu meiner Tastatur und zu meiner Maus. Ja, die sind echt cool. So, die Tastatur vor allem. Ja, die Tastatur ist echt krass. Und mit der Maus, da könnt ihr einfach das Mausrad auf automatisch drehen stellen. Dann dreht sich das die ganze Zeit automatisch rückwärts. Und dann könnt ihr halt so die perfekte Rotation einfach durchgehend fahren. Ja? Wollte ich euch nur mal erklärt haben. Genau, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.